Hallo, heute geht es darum, das Naturhaar, das graue Haar rauswachsen zu lassen. Dieses Video wird präsentiert von Alexander Zug, Ihr Verwöhnfriseur in Echterdingen. Buchen Sie Ihren Termin einfach online unter www.alexanderzug.de. Ich bin Alexander Zug, Ihr Verwöhnfriseur. Heute geht es um das Thema, das Naturhaar, also sprich den grauen Ansatz, rauswachsen zu lassen. Vielleicht habt ihr immer wieder den Wunsch, mit dem Färben aufzuhören, den natürlichen Ansatz, eure natürliche Haarfarbe, das natürliche Grau rauswachsen zu lassen, sind euch aber nicht sicher, wie ihr das angehen sollt. Mein Tipp für euch, macht es mit uns, mit dem Friseur zusammen. Das Thema ist nämlich immer das, wenn ihr sonst Termine habt, alle 4 Wochen, alle 8 Wochen und ihr habt einen kleinen grauen Ansatz, dann sieht es immer gepflegt aus von der Frisurenform her. Man sieht nicht viel vom Ansatz, es sei denn, man schaut euch direkt von oben auf den Kopf. Wenn ihr jetzt aber plötzlich so viel Ansatz habt, dann sieht einfach auch der ganze Schnitt, die ganze Frisur ungepflegt aus. Daher geht die Sache lieber zusammen mit uns Friseuren an. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man, wenn das euer grauer Ansatz ist, und ihr habt bisher relativ dunkel gefärbt, dass man mit der Haarfarbe einfach nach und nach ein wenig heller wird. Somit fällt der nachwachsende Ansatz nicht sofort ins Gewicht und nicht sofort so stark auf. Andere Möglichkeiten gibt es zum Beispiel mit Strähnen und anderen Farbtechniken. Und der Vorteil für euch: Ihr seht nach und nach in der gesamten Haarfarbe und in der gesamten Frisur mehr von eurem tatsächlichen Naturton. Und auch die Augen, optisch, man gewöhnt sich an die neue Farbe. Und so kann man nach und nach schrittweise die Farbe verändern. Denn wenn ihr einfach nur rauswachsen lasst, dann ist der Unterschied wie von schwarz auf weiß blond. Und es ist, wird für euch selber auch zu der Hautfarbe und so weiter ein ganz ungewohntes Bild sein. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die meisten, die versuchen, die Naturfarbe rauswachsen zu lassen, relativ lange warten, sehr große Ansätze haben und dann doch wieder alles komplett färben. Und von daher, wenn der Wunsch besteht, tatsächlich mal zurück zur Naturhaarfarbe zu kommen, dann macht das nach und nach und mit System, zusammen mit dem Friseur. Falls ihr dazu Fragen habt, gerne wieder unten in die Kommentare schreiben. Wir werden alle Fragen beantworten.